Hallo, ich bin der Ralf von Ortlieb und möchte euch heute einiges zum Thema Wasserdichtigkeit erzählen. Wasserdichtigkeit ist für unsere Firma natürlich ein sehr wichtiges Thema. Wir haben das Waterproof nicht nur im Logo, sondern alle unsere Bike- und Outdoor-Produkte sind ja wasserdicht. Woher kommt das? Das liegt an drei Aspekten. Der eine Aspekt sind die verwendeten Materialien, die wir einsetzen. Der zweite Aspekt ist die Verschweißtechnik, mit der wir die Produkte zusammenführen. Und das dritte ist die Verschlussart, also ob ein Produkt einen Deckelverschluss hat, einen Rollverschluss etc. Wenn ihr euch mal in der Vergangenheit ein Zelt oder eine Outdoorjacke gekauft habt, ist euch der Begriff Wassersäule vielleicht schon mal über den Weg gelaufen. Wie ihr hier in der Grafik neben mir sehen könnt, ist die Wasserdichtigkeit von Ortlieb-Produkten mitunter 10-mal so hoch wie die eines Zeltes oder 3-mal so hoch wie die einer Outdoorjacke. Also in Wassersäule ausgesprochen, wären das eine Wassersäule von 100.000 mm. Woher kommt das? Die Ortlieb-Materialien sind sehr dick und dicht beschichtet. Warum? Wir brauchen das für unsere Hochfrequenzverschweißung. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Material dick oder dünn ist, ob es einen Foliencharakter hat oder ob es einen Stoffingcharakter hat, wie bei unserer Urban Line zum Beispiel. Der zweite Aspekt bei der ganzen Geschichte ist das Produktionsverfahren. Bei uns werden die Produkte nicht genäht, nicht getaped, nicht verklebt, auch nicht mit Hitze verschweißt, sondern bei uns kommt das Hochfrequenzschweißverfahren zum Einsatz. Dabei wird an die Schweißnähte hohe Spannung angelegt und die Materialien, die hier sich verbinden sollen, verschmelzen direkt miteinander. Könnt ihr hier ganz gut sehen. Wie dicht das Ganze wird, können wir uns an einem Beispiel anschauen. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir einen Backroller vorbereitet. Allerdings nicht den klassischen Backroller, sondern eine Sondervariante mit transparentem Material, damit man in die Tasche hineinschauen kann. Und wie dicht diese Tasche ist, schauen wir uns jetzt mal an. Der dritte Aspekt zum Thema Wasserdichtigkeit sind die Verschlussarten. Wir definieren diese nach dem sogenannten IP-Standard. Wer sich darüber näher informieren will, schaut auf unsere Webseite, bei Facebook oder in unserem YouTube-Channel.